Ich frage mich, ob der Hausmeister in die Ferien gefahren ist. Kannst du mir mehr über diesen Hausmeister sagen, von dem du redest? Er ist derjenige, der die Maschinen in der Schule wartet und dafür Sorge trägt, dass alles ordentlich funktioniert. Außerdem kümmert er sich um den Garten und das nahe Waldgebiet. Ich kann die Schrift jetzt lesen. Sie lautet: Inspiriert von den majestätischen Drachen ersannen die Magier, die diese Akademie erbauten, die Ideale dieser Schule. Der große Magier Nightingale erklärte Weisheit zum ersten Ideal. Winterowl verkündete, das zweite Ideal sei Stärke. Und dann stimmten beide überein, dass Magie nicht ohne Gleichgewicht eingesetzt werden könne. Nightingale! Zack, ist dein Meister einer seiner Nachkommen? Mein Meister? Oh, mein Meister. Ja, der Nightingale, der diese Akademie erbaute, war sein Vorfahr. Warte mal kurz. Ich gehe keinen Schritt weiter. Zack, du zitterst ja. Bist du okay? Mir geht es gut. Okay? Das stimmt nicht. Du hast Angst. Was ist los? Ich habe keine Angst. Ich bin nur... Ich will nicht darüber reden. Du musst dich nicht schämen, Zack. Jeder hat vor irgendetwas Angst. Ich habe Höhenangst. Ein Drache mit Höhenangst? Ja, ich habe Höhenangst, okay? Als ich zum ersten Mal versuchte zu fliegen, fiel ich herab und brach mir einen Flügel. Seit diesem Tag habe ich Angst vor großen Höhen. Oh, Zack, das ist ja schrecklich. Meinst du, du kannst weitergehen? Ich versuche, dir zu folgen, aber bitte... Halte dich von hohen Orten wie diesen fern, wenn es irgendwie geht. Winterowl und Nightingale, die seit ihrer Jugend Freunde waren, träumten immer davon, Magier zu werden. Nichts konnte sie aufhalten. Aber sie wurden getrennt, als Nightingale zur großen Akademie der Magie in der Hauptstadt des Reiches entsandt wurde. Zu dieser Zeit war dies die einzige Zauberschule auf dem ganzen Kontinent und nur Adelige durften dort studieren. Viele Jahre lernte Nightingale, wie er jeden Aspekt der geheimen Künste kontrollieren konnte, und durch seine Kenntnisse und harte Arbeit erlangte er große Weisheit. Aber während all jener Jahre vergaß er seinen Freund Winterowl niemals. Was soll das denn? Warum haben Sie ein Spiel an dieser Tür angebracht? Das ist kein Spiel, es ist ein magisches Schloss. Die Lehrer verschließen diese Tür, um zu verhindern, dass die Studenten das andere Studierzimmer benutzen, wenn dieses hier nicht voll ist. Also könnten Sie mit dieser Tür jemanden
oder etwas einsperren. Ja, das stimmt. Bist du sicher, dass wir diese Tür öffnen wollen? Das könnte gefährlich sein. Gefährlich oder nicht, wir müssen es herausfinden. Versteck dich! Es ist das Monster! Ah! Ich habe dir gesagt, dass du die Tür nicht öffnen sollst. Jetzt ist die Kreatur frei und wir sind in Gefahr. Sei still! Diese Kreatur hatte mehr Angst vor dir als du vor ihr, wenn das überhaupt möglich ist. Nein, ich bin sicher, sie ist der Grund, warum alle fort sind. Würdest du mit diesem Quatsch aufhören? Es war nur ein Vogel. Los jetzt, gehen wir. Versteck dich hinter mir, wenn du zu viel Angst hast, o allmächtiger Drache. Celeste, kannst du mich hören? Diese Schule ist so leer. Selbst in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir meinen ersten Tag nicht so vorgestellt. Wenn wir nur jemanden finden könnten. Sei nicht so traurig, Lydia. Du machst das großartig. Ich kenne niemanden, der es so weit geschafft hätte. Suchen wir weiter, Lydia. Ich bin sicher, wir finden heraus, was Celeste und den anderen Studenten zugestoßen ist. Was ist das? Diese Seite sieht aus, als wäre sie aus dem Notizbuch gerissen, das wir gefunden haben. Sie enthalten Informationen über den Formwandlertrank. Das ist eine Beschreibung der äußerst seltenen Heidenblume. Außerdem wird beschrieben, wie man sie für das magische Rezept verwendet. Leider durfte Winteraul aufgrund seines sozialen Status nicht auf die große Akademie. Aber das hielt ihn nicht auf. Er hatte ein paar Zauberbücher finden können und begann auf eigene Faust Magie zu erlernen. Aber er wurde niemals in der Weisheit unterrichtet, sie zu gebrauchen. Er wurde trotz allem ein mächtiger Magier, aber einer, der eine Gefahrenquelle für seine Umgebung war. An dem Tag, als sein Freund Nightingale aus der Hauptstadt zurückkam, brannte Winteraul unabsichtlich die Getreidefelder seines Dorfes ab. Aufgrund dieses Zwischenfalls stimmten die beiden Freunde überein, dass Magie überaus mächtig ist, dass ihr Einsatz jedoch mit Weisheit gelehrt werden muss, um sie gut einzusetzen. Also beschlossen sie, im Drachental eine weitere Akademie zu erbauen. Eine Akademie, die jeden aufnehmen sollte, der Magie erlernen wollte, ungeachtet seines sozialen Status.
was dir die Wächter gesagt haben und öffne die Tür zum Raum der Prüfungen. Hoffen wir, es funktioniert. In ein paar Sekunden wird sie auf sein. Wenn ich mich recht erinnere, lauteten die Anweisungen, die sie uns gegeben haben, so. Dreh deinen Schlüssel dreimal, klopfe auf den Boden und zeige auf den Edelstein. Die Tür wurde zerschmettert. Ich bin so nervös. Ich hasse Prüfungen. Komm schon, Lydia. Wir haben keine Wahl, wenn wir Nathaniels Pläne vereiteln möchten. Sag, Nathaniel ist dafür nicht verantwortlich. Ich glaube, er... Wie kannst du immer noch daran zweifeln, dass er die Wächter dazu benutzt hat, um zu verhindern, dass er bei seinen üblen Machenschaften gestört wird? Gut, dass er dich vergessen hat, Lydia. Es ist klar, dass er nicht damit gerechnet hat, dass du die Prüfung selbst bestehen und versuchen würdest, ihn aufzuhalten. Zack, es reicht! Nathaniel ist einer der liebenswürdigsten Menschen, die ich kenne, und er ist der Vater meiner besten Freundin. Ich werde hier nicht rumstehen und zuhören, wie du ihn schlecht machst. Aber... Nichts, aber. Ich bin sicher, sobald wir ihn finden, kann er erklären, was in der Schule passiert ist. Und jetzt muss ich mich auf die Prüfung konzentrieren. Die Gründung der Dragon Veil Akademie basierte auf drei bestimmten Werten. Jeder Student muss dem Weg der Gründer folgen und sich stets an diese Werte halten. Welche Werte sind das? Der Weg, den man beschreiten muss, um ein großer Zauberer zu werden, ist sehr beschwerlich. Was würdest du dafür opfern, ein großer Zauberer zu werden? Was geschah mit dem Magier Nightingale, nachdem er die Zauberei erlernt hatte? Geschafft! Ich habe die erste Prüfung bestanden. Ja, aber es kommen noch zwei. Oh Mann, geht es noch etwas pessimistischer? Kein Problem. Selbst wenn du die Prüfungen bestehst, kann es doch sein, dass uns die Wächter immer noch nicht vorbeilassen. Womit habe ich nur einen feigen und depressiven Drachen als Begleiter verdient? Ein Drache? Ich bin bloß ein verdammter Wolf. Und so wie es aussieht, bezweifle ich, dass sich daran so bald etwas ändert. Hab nur etwas mehr Geduld. Wir schaffen das schon. Bald sind wir im oberen Teil der Akademie und dort können dir jede Menge Leute helfen.